Willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir einen Vergleich zwischen British Petrol und Royal Dutch Shell. Mal schauen, wie die Vergleichsdaten der Bilanzen bei den Firmen ausschauen und wer das akzentuell gewinnt. Bin gespannt, was ihr dazu sagt und freue mich auf jedes Kommentar von euch. Und nun schauen wir uns den Risikohinweis an. Risikohinweis. Dieses Video ist ein rein Informations- und Lehrzweckvideo. Totalverlust ist möglich. Dieses Video ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Hier sehen wir aktuell die Daten von der Royal Dutch Shell. Sie ist im Energiesektor tätig, ist in Netherlands beheimatet. Hier sehen wir den Saxo Bank Google Finance Ticker von der Amsterdamer Börse aktuell. Den könnt ihr in Google Search eingeben, dann seht ihr auch den Kurs der Aktien. Hier das gleiche bei der British Petrol. Sie ist in England beheimatet, auch im Energiesektor tätig. Und hier seht ihr auch die Kürzel von der Google Finance und Saxo Bank jeweils. Hier sind wir im Shares Equity Ratio. Mal schauen, wie viel Prozent das Eigenkapital an der Bilanzsumme hält. Wir sehen hier die Royal Dutch Shell. Da haben wir die Shares Equity Ratio im Jahr 2016 bei 45%. Im Jahr 2017 ging es hoch auf 47%, dann sogar im Jahr 2018 auf 49%, auch aktuell den höchsten Wert aktuell. Im Jahr 2019 ging es runter auf 46% und im Jahr 2020 ging es auch runter knapp auf 41%. Aktuell der niedrigste Wert in der Bilanz 2020. Hier sehen wir die British Petrol. Da haben wir im Jahr 2016 einen Anteil vom Eigenkapital bei 36%. Im Jahr 2017 bei 35%, dann im Jahr 2018 auch bei 35%, im Jahr 2019 ging es runter auf 33% und aktuell im Jahr 2020 auf den tiefsten Wert von 26%. Das heißt, die Verschuldung hat sich in den letzten 5 Jahren massiv erhöht und das Eigenkapital wurde immer weniger. Darum geht hier der Punkt an die Firma Royal Dutch Shell, denn sie hat ein höheres Eigenkapital als die British Petrol an der Bilanzsumme aktuell. Und nun gehen wir weiter. Core Contraction, also Dividende. Bei der Royal Dutch Shell sehen wir, dass die Dividende vom Jahr 2016 bis 2020 um 23,32% per anno reduziert wurde. Bei der British Petrol wurde das Dividendenverhältnis vom Jahr 2016 bis 2020 um 4,21% per anno reduziert. Wir sehen, dass die British Petrol ihre Dividende weniger reduziert hat. Der Punkt geht hier an die British Petrol, denn sie haben auf alle Fälle die Dividende weniger reduziert für Dividendeninvestoren, aber das Eigenkapital ist hier viel niedriger an der Bilanzsumme als bei der Royal Dutch Shell aktuell. Hier sind wir aktuell im Eigenkapital bei der Royal Dutch Shell. Das Eigenkapital wurde vom Jahr 2016 bis 2020 um minus 4,49% weniger per anno. Und bei der British Petrol wurde das Eigenkapital vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2020 um 7,01% weniger. Darum geht der Punkt hier auch an die Royal Dutch Shell, denn das Verhältnis ist weniger als bei der British Petrol aktuell. Der Nettoumsatz bei der Royal Dutch Shell Aktie wurde vom Jahr 2016 bis 2020 ins Minus erwirtschaftet und bei der British Petrol genau das gleiche. Aber hier haben wir zwei unterschiedliche Währungspaare. Hier ist Euro, hier ist British Pence. Und wenn wir hier auf British Pfund wieder hochrechnen, müssen wir das Ganze mal 100 rechnen und wir sehen, dass hier die British Petrol weniger Minus hat wie die Royal Dutch Shell aktuell. Der Punkt geht hier an die British Petrol, denn das Minus ist weniger wie bei der Royal Dutch Shell aktuell. Und nun schauen wir weiter. Finanzdaten bei der Royal Dutch Shell. Vom gesamten Umsatz minus die Fixkosten ist Gross Margin, da bleibt noch knapp 22% über. Minus den variablen Kosten ist Operate Margin, da haben wir ein Minus von 14,26%. Minus Steuern und Zinsen ist Profit Margin, da haben wir ein Minus von 12% aktuell. Bei der British Petrol aktuell haben wir minus den Fixkosten ist 14%, was vom Gesamtumsatz überbleibt. Minus den variablen Kosten haben wir minus 12% und minus Steuern und Zinsen haben wir minus 11%. Wir sehen, dass vom Gesamtumsatz bei beiden Firmen sehr viel abgezogen wird, aufgrund dieser Kosten, was sie haben aktuell. Aber das Verhältnis ist bei der Royal Dutch Shell höher als bei der British Petrol aktuell. Der Punkt geht hier an die British Petrol, denn hier ist das Minus weniger als bei der Royal Dutch Shell. Mal schauen, wie es weitergeht mit dem Punktestand. Hier sind wir aktuell im Price-Sales-Verhältnis von der Royal Dutch Shell. Da haben wir das Verhältnis zum Kurs, zum Umsatz von 0,82.
Preis-Buch-Verhältnis ist 0,95. Das heißt, der Kurs ist knapp unter der Eigenkapitalquote, also Buchwert. Return Equity haben wir hier minus 13,96. Bei der British Petrol haben wir das Price-Sales-Verhältnis von 0,41, dass der Kurs noch weiter unten wieder Total Revenue aktuell. Preis-Buch-Verhältnis haben wir hier 1,03, das heißt, wir liegen genau am Eigenkapital pro Aktie aktuell. Return Equity haben wir minus 28,5%, das heißt, die Royal Dutch Shell ist hier besser aufgestellt. Darum geht der Punkt hier an die Royal Dutch Shell, denn das Minus vom Return Equity ist weniger wie bei der British Petrol. Mal sehen, wie es weitergeht. Bin gespannt, wer gewinnt. Die Royal Dutch Shell hat das Long-Term Debt to Equity Verhältnis von 0,43. Total Debt to Equity haben wir 1,44. Bei der British Petrol haben wir Long-Term Debt to Equity als Verhältnis von 0,89 und Total Debt to Equity von 2,76. Darum geht der Punkt. Der Punkt geht hier an die Royal Dutch Shell, denn sie haben ein höheres Eigenkapital und weniger Schulden an der Bilanzsumme. Und das ist im Verhältnis besser. Hier ist aktuell der Kurs von der Royal Dutch Shell mit 17,36 Euro. Das Preis-Buchverhältnis haben wir 0,95. Die Earnings per Share der letzten 12 Monate addiert sind 0,59 und das Preis-Earnings-Verhältnis mit dem Earnings per Share der letzten 12 Monate zum Kurs aktuell ist 29,42. Hier sehen wir, dass wir noch einen positiven Wert haben in die Earnings per Share aktuell. Bei der British Petrol haben wir den Preis von 292,05 Great British Pence. Das Buchverhältnis liegt bei 1,03, das heißt, der Kurs liegt ungefähr am Eigenkapital pro Aktie. Die Earnings per Share addiert der letzten 12 Monate ist minus 40 Great British Pence. Wir haben aus alle Fälle keinen Price-Earnings-Verhältnis, da die Earnings per Share im Minus sind die letzten 12 Monate. Darum geht der Punkt hier. Der Punkt geht hier an die Royal Dutch Shell, denn sie haben noch in den letzten 12 Monaten addiert ein positives Ergebnis bei den Earnings per Shares aktuell. Dividende addiert im Jahr 2020 bei der Royal Dutch Shell war 0,60 Euro. Zahlt die Firma seit 15 Jahren kontinuierliche Dividende, hat sie aber im Jahr 2020 massiv reduziert. Payout Ratio haben wir 101,36%, auf alle Fälle ein hoher Wert. Dividendenrendite aktuell haben wir 3,44%. Bei der British Petrol, die zahlen noch 25,92 Great British Pence Dividende. Sie zahlt seit 27 Jahren kontinuierlich ihre Dividende. Payout Ratios kann keines berechnet werden, da ja die Earnings per Share Minus sind. Und Dividendenrendite haben wir aktuell 8,88% zum aktuellen Kurs. Der Punkt geht hier an die British Petrol, denn sie haben eine höhere Dividendenrendite aktuell, aber die Royal Dutch Shell kann ihre Dividende auch wieder erhöhen und da liegen wir auch wieder knapp bei 7%. Mal schauen, wer das Rennen gewinnt. Hier sehen wir nochmal die Finanzdaten. Der Preis für der Royal Dutch Shell ist 17,37. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung aktuell in Euro. Der faire Wert bei der Royal Dutch Shell laut Buchwert und Earnings per Share wäre 15,59 und der faire Wert aus Wachstum-Nettozuwachs wäre 5,02. Bei der British Petrol haben wir den Kurs 294,70 Great British Pence. Hier sehen wir auch die Marktkapitalisierung. Der faire Wert und faire Wert Earnings per Share Wachstum kann keiner berechnet werden, da ja die Earnings per Share im Minus sind aktuell. Der Punkt geht hier an die Firma Royal Dutch Shell, denn sie haben noch einen fairen Wert und der Kurs liegt knapp über den fairen Wert. Hier sind wir im Monatschart. Mal schauen, was der uns mitteilt aktuell. Wo kann die Reise bei der Firma Royal Dutch Shell weitergehen? Oder wo stoppt die Reise und der Markt sieht, Achtung, wie müssen wir nach unten gehen? Wir sehen, dass die Royal Dutch Shell hier eine Seitwärtsphase hat aktuell. Das sehen wir hier. Die Seitwärtsphase läuft schon seit 2013, 2012. Und in dieser Seitwärtsrange haben wir uns schön rauf und runter gependelt. Im Jahr 2020 haben wir die Seitwärtsphase nach unten verlassen. Das sehen wir hier und haben das Tief hier getestet. Und dann ging die Rallye nach oben. Und wir haben den Kurs bei 17,67 angetestet. Wichtig ist, was macht der Monat August aktuell? Schließt der Kurs über die 17,47, dann könnten wir wieder in die Seitwärtsrange hineinkommen und die 21 wieder antesten und dann wieder runtergehen auf die 17,67. Hält die 17,67 und wir könnten hier einen Boden bilden.
dann sehe ich Kurse wieder bei 26 und dann sogar wieder bei 30. Also warten, was macht der Monat August aktuell und auch der Monat September? Bleiben die Kurse unter 17,67, dann könnten wir auch wieder die Tiefkurse von hier testen oder wir könnten auch das Tief wieder testen. Die World Shell hat aktuell ja gute Daten geliefert und auch die Dividende wieder erhöht. So wird wahrscheinlich der Aufwärtstrend eher kommen als der Abwärtstrend und wir werden wahrscheinlich in August sogar über die 17,67 per Schlusskurs darüber schließen. Und auch der Kurs liegt dann über den Exponential Moving Average, was auf alle Fälle positiv zu sehen ist. Wie seht ihr den Chart von der Royal Dutch Shell aktuell? Wo würdet ihr einsteigen oder seid ihr schon dabei? Freue mich schon auf eure Kommentare. Hier sind wir also bei der British Petrol Aktie im Monatschart. Dieser Chart ist auf alle Fälle anders, denn wir liegen aktuell noch unter dem Exponential Moving Average. Aber wir könnten im August darüber schließen. Mal schauen, was der August am Monatsende für eine Kerze gebildet hat. Bei der British Petrol sehen wir hier auch eine kleine Seitwärtsrange vom Jahr 2018 bis 2019. Und im Jahr 2020 ging es dann auch massiv runter, wie bei der Royal Dutch Shell aktuell. Hier sehen wir aktuell die Rallye, was wir gebildet haben. Und wir haben hier einen Widerstand bei 331,75. Hier haben wir die Bodenbildung bei 303 ungefähr. Die Monatskerze sollte hier drüber bleiben. Ein Kaufsignal würde erst wieder generiert werden, wenn wir dieses Hoch hinausnehmen. Per Schlusskurs wäre optimal, per Monatsschlusskurs natürlich, über die 332 Great British Pence. Dann müsste auch der Kurs über den Exponential Moving Average sein, was auf alle Fälle positiv zu sehen ist. Bleibt der Kurs aber unter diesem Moving Average, ist es wieder negativ zu sehen und wir könnten die Tiefkurse wieder antesten von 273, wo wir hier schon einen Boden gebildet haben und hier auch aktuell der Eröffnungskurs und sofort Käufe in den Markt reingekommen sind. Freue mich schon auf eure Kommentare, wie ihr die British Petrol seht aktuell und wo würdet ihr einsteigen, auch bei 332 oder sagt ihr sogar früher schon? Der Punkt geht hier an die Royal Dutch Shell, denn ihr Kurs liegt aktuell über den Exponential Moving Average. Die BB ist ja noch drunter, mal schauen, wie der Monat August schließt. Welche Aktie wäre auf eurer Sicht der Sieger gewesen? Schreibt mir doch mal eure Aktie in die Kommentare. Welche Firma findet ihr besser? Die Royal Dutch Shell oder British Petrol? Seid ihr schon investiert in eine Aktie oder habt ihr vor zu investieren in einer von diesen Aktien? Und wenn ja, bei welchem Kurs würdet ihr einsteigen oder steigt ihr sofort ein? Und lasst uns gemeinsam mal darüber diskutieren. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen!